Kurt Krickler wurde 1959 geboren und absolvierte ein Dolmetschstudium. Als Gründungsmitglied ist er heute noch in der HOSI Wien aktiv. Von 1997 bis 2003 war er als Vorstandsvorsitzender der ILGA Europe tätig, seit September 2004 als Vorstandsmitglied der Organisation European Pride Organizers. In Wien war er 1985 Mitbegründer und bis 1991 Mitarbeiter der österreichischen AIDS-Hilfe und ist auch heute noch im AIDS-Bereich engagiert. Kurz nach Etablierung der HOSI brach die AIDS-Krise aus. Ihr wart dann auch die Ersten, die hier auch professionelle Aufklärungsarbeit geleistet habt. Also die HOSI Wien war Gott sei Dank schon irgendwie gefestigt. Wir hatten damals 83 dann schon unsere erste Weltkonferenz der ILGA zum Beispiel über die Bühne gebracht. Wir waren auch schon international gut vernetzt. Wir hatten, also es war, wir waren eigentlich in dem Sinn etabliert, aber es war dann schon eine große Herausforderung. Und ich glaube auch, die haben wir relativ gut und bravourös bestanden. Wobei es kam in zwei Phasen auch. Also die erste große Welle zum Thema AIDS kam 83 und dann war aber zwei Jahre eigentlich wenig los, wo es das wieder ein bisschen abgeebbt ist. Wir hatten 1983 dann schon eine Informationsbroschüre rausgegeben, haben mit der Stadt Wien auch zusammengearbeitet und uns da so in diesen Medizinbetrieb ein bisschen eingeklinkt und das war auch einfacher, weil der Reinhard Brandstätter, der damals Vizeobmann und später Obmann war, eben Medizin studiert gehabt hatte und da einen besseren Zugang auch vielleicht zu den Leuten hatten, die sind, weil da ist ja doch eher so ein bisschen Standesdunkel immer gewesen, gerade unter Medizinern. Und wo wir sozusagen als gewöhnliche Aktivisten vielleicht weniger zu melden gehabt hätten. Und aber das hat, wie gesagt, dann erst wirklich losgegangen ist es 85 und das hing auch ein bisschen zusammen mit der HIV-Testung. Ende 84 wurde dieser HIV-Test auf den Markt geworfen und der wurde aber in der ersten Phase nur getestet, ob er wirklich funktioniert. Und da hat die HOSI Wien gemeinsam mit Dr. Hutterer und anderen Ärzten eben eine Teststudie gemacht und sozusagen auch mit einem anderen schwulen Arzt, dem Klaus Brundaler, Patienten sozusagen dieser Studie zugetrieben. Und nach zwei Monaten Testung saßen wir dann, das waren über 300 Leute, die da teilgenommen hatten, auf über, glaube ich, 60 positiven Befunden. Und dann war uns irgendwie klar, also wenn die Leute jetzt diese Befunde zurückbekommen, teilweise haben sie es eh nicht abgeholt, aber doch einige haben sie dann auch abgeholt. Was tun wir jetzt? Und da war einfach mehr oder weniger schnell klar, wir brauchen da professionelle Beratungsstelle und einen professionellen Beratungsbetrieb, der den Leuten sozusagen irgendwelche Hilfestellungen auch anbietet. Und natürlich war uns klar, sobald der Test dann auf dem Markt ist, dass dann der Ran darauf, der Bedarf unter Schwulen sicherlich groß sein wird. Und da wollten wir sicherstellen, dass die Leute nicht wirklich da ins nächste Krankenhaus gehen und irgendwie mit ihrem Namen dann als Positiver irgendwo in den Karteien aufscheinen, sondern wir haben dann gesagt, also wir sollten diesen Test weiterhin anonym anbieten mit Codewort, Codenummern. Und haben so ein Konzept erarbeitet, auch mit der Hutterer, mit Medizinern aus dem Gesundheitsministerium und haben dann eben die österreichische AIDS-Hilfe 1985 zur Gründung gebracht. Die AIDS-Krise hat ja auch die Diskussion um eingetragene Partnerinnenschaften enorm beschleunigt. Die HOSI Wien ist natürlich dann auch unter Zugzwang gekommen, also es war ihr jetzt auch nicht bis dahin irgendwie ein großes Anliegen gewesen oder sie wäre eben, wie gesagt, nicht wirklich auf die Idee gekommen, weil wir auch noch mit ganz anderen Dingen sozusagen gekämpft haben, wie eben Strafrechtsreform, aber wir haben inzwischen aber auch einen ziemlich pragmatischen Ansatz dazu und sagen, ja, also es ist vielleicht nicht wirklich auf der einen Seite beklagen wir diese Heteronormativität, die uns aufgezwungen wird, und auf der anderen Seite haben wir nichts Besseres zu tun, als wirklich auf Punkt und Beistrich die Heteronormen unbedingt für uns zu übernehmen. Aber ja, es muss ja schauen, dass es erstens vielleicht doch was Besseres wird als die Ehe, was Moderneres, weil ich meine,
ja, in Schweden kann man die Ehe leicht öffnen. Da gibt es ein Scheidungsrecht, ein modernes, und zur Not kann man sich auch mit eingeschriebenem Brief scheiden lassen. Aber in Österreich kann man halt immer noch 6 Jahre eine Scheidung blockieren, nicht? Und wird werden Gerichte bemüht, um die Schuldfrage im Fall des Falles zu klären. Nicht? Das ist in anderen Ländern, das ist zuletzt in den 1950er Jahren so gewesen, nicht? Und jeden, dem man das im Ausland erzählt, wundert sich nur nicht. Und da ist es natürlich besonders problematisch, jetzt sozusagen die Öffnung der Ehe zu verlangen. Aber wir tun es auch nicht. Aber so wie es ausschaut, kriegen wir die eingetragene Partnerschaft mit diesem Scheidungsrecht und sitzen dann zwischen allen Stühlen. Aber ja, damit müssen sich halt dann die Leute dann abfinden, beziehungsweise halt dann wirklich überlegen, was sie wollen. Aber die Entscheidung bleibt eh jeder Einzelnen und jedem Einzelnen überlassen. Und also wir werden die Lesbenschwulen nicht sozusagen dann in die Ehe, für die Ehe groß propagieren, nicht? Aber wenn die Möglichkeit da ist, sollen sie es wahrnehmen, wenn sie wollen.